Der Tag des Tourismus ist die größte Tourismusveranstaltung im oberen Ennstal, sogar in der ganzen Region. Und an diesem Tag geht es darum, dass wir unsere Gastgeber informieren über Trends im Tourismus, über Neuigkeiten in der Touristik GmbH und indem wir sie zusammenbringen mit der Politik und mit den Ausflugszielen. Die Ausflugsziele präsentieren sich an Ständen, informieren über ihre Neuigkeiten und auch ein wichtiges Ziel, dass man sich gegenseitig austauscht, dass man netzwerkt an diesem Tag. Ich habe eine persönliche Einladung bekommen zu diesem Event und bin selber sehr aktiv in Bad Wildbad, im Nordschwarzwald mit verschiedenen Aktivitäten im künstlerischen Bereich, im gastgeberischen Bereich. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme die Einladung an, informiere mich über den aktuellen Stand der Dinge und nehme ein paar Inspirationen mit und freue mich darüber, dass ich kommen durfte. Also ich komme von der Gemeinde Keltern. Ich bin unter anderem auch zuständig für den Tourismus und wollte den Wildbadern, also den Veranstaltern hier und den Gastronomen und überhaupt die Gäste, die jetzt heute zu der Veranstaltung gekommen sind zum Tag des Tourismus, wollte ich einfach zeigen, dass Keltern, wir sind eine Weinbaugemeinde, nur 20 Kilometer von Wildbad entfernt ist. Also für den Tag des Tourismus, für Keltern dann ein bisschen geworben und aber auch für Wildbader. Mir hat es sehr gut gefallen, da ich Wildbad schon über 30 Jahre kenne und jetzt auch regelmäßig Übernachtungsgast bin, dass man so eine gewisse Aufbruchsstimmung vermittelt hat heute. Man hat sehr kritisch auch die Schwachpunkte angesprochen. Was mir sehr gut gefallen hat, war auch der Punkt, wir müssen uns alle miteinander vernetzen. Wir leben in einer schnelllebigen Welt. Wir müssen insbesondere auch die Internetaktivitäten verstärken.